Herzlich willkommen zum sechsten Teil der fünften Vorlesung im Rahmen der Veranstaltung Mensch-Maschine-Kommunikation, in dem ich Ihnen den zweiten Tag unseres Praxisworkshops etwas näher bringen möchte, insbesondere die Inhalte, die wir dort verfolgen, und zwar das UI-Prototyping und da insbesondere dann den Lo-Fi-Prototypen, also den Papierprototypen. Bevor ich da einsteige, möchte ich einen kurzen Exkurs unternehmen hin zu Storyboards, die wir aus Zeitgründen und auch mangels einschlägiger Ausbildung selber nicht ausführen können und werden. Storyboards sind ein Konzept aus der Filmindustrie. Vielleicht kennen Sie das angesichts der stark zunehmenden Serienproduktionen. Haben Sie schon mal irgendwo gesehen, dass ein Regisseur damit einen Szenenaufbau und Ablauf vermitteln kann, seinem gesamten Team? Was stellt er sich vor? Aus welcher Perspektive filmen Kameras? Wie ist die Szene beleuchtet? Welche Kostüme kommen ungefähr zum Einsatz und so weiter? Einen groben Ablauf darstellen, ganz oft comicartig, wie Sie hier auch rechts in dem Beispiel sehen, das aber meine eigenen Zeichenfähigkeiten schon bei weitem übertrifft. Ihre möglicherweise auch, nachdem wir sie darin nicht ausbilden. Und Storyboards könnten Sie im UI-Design natürlich auf der Grundlage dieser Szenarien aufbauen. Sie visualisieren nochmal und Sie könnten dort insbesondere auch den Dialogablauf darstellen. Also wirklich, wenn Sie sich das Beispiel hier anschauen, im zweiten Bildchen sehen Sie, dass diese Person hier vor einem Screen sitzt. Dann dort wirklich nochmal Inhalte zeigen, wie passen die jetzt zu der Situation dazu. Damit können Sie also nochmal konkretisieren, was Sie in den Szenarien erstmal verbal gegriffen haben und gerade auch eine Dialogabfolge genauer zeigen. Im User Experience Design gehen Sie mit diesem konkreten Fallbeispiel ran, meistens eben handelnde Personen. Da wird sicher auch eine der Personas dabei sein, mindestens, die Sie identifiziert haben. Die handeln entlang dieser Geschäftsprozesse und damit geben Sie auch einen Vorschlag, welche Funktionalität sollte für diesen Zweck enthalten sein. Gegebenenfalls kann man daraus auch ablesen, welche Funktionalität ist nicht vorhanden, weil eben zum Beispiel gar kein Bedienelement zum Suchen vorhanden ist. Wird eine Suche auch so ohne weiteres nicht möglich sein, könnte man annehmen. Sie ordnen das Ganze zeitlich und räumlich ein. Ein Prozess stellt natürlich im Grunde schon eine gewisse zeitlich logische Abfolge dar. Aber es kann natürlich auch kritische zeitliche Zusammenhänge geben. Denken Sie an einen Callcenter-Agent, der ein Gespräch annimmt und der müsste jetzt eine halbe Stunde warten, bis der Kundendatensatz gesucht ist. Also unser Jakob da im Versicherungswesen, den wir als Beispielpersona im vorigen Teil kennengelernt haben, der säße jetzt eine halbe Stunde davor und müsste den Kunden bei Laune halten. Das wäre sicherlich kritisch. Räumliche Einordnung, wie passt es zusammen? Muss man Kommunikationsmittel bemühen und so weiter? Das kann man alles natürlich dort darstellen. Also brauche ich am Arbeitsplatz zum Beispiel noch ein Telefon oder habe ich gänzlich zeitverschobene Kommunikationsvorgänge oder. Und beim grundsätzlichen Aufbau des UI erkennen Sie auch, dass man natürlich da mal comicartig rangeht, nur ganz, ganz ausgewählte Details zeigen kann. Die konkretisieren Sie ja typischerweise sowieso dann erst, wenn Sie in den Lo-Fi, in den Papierprototypen einsteigen. Storyboards bieten natürlich schon einen Nutzen, weil sie neue Aspekte eben auch grafisch darstellen können. Das heißt, selbst wenn die Terminologie noch gar nicht ganz klar ist, wie wollen wir das eigentlich benennen, können Sie es ja vielleicht schon zeichnen. Damit erreichen Sie ein leichteres Verständnis. Denken Sie auch an diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, und räumen eventuell Missverständnisse aus. Und Sie können auch wenig technikaffine Stakeholder, externe, potenzielle neue Kunden oder ein Management, können Sie ins Boot holen und von denen frühzeitig Feedback einholen, indem sie einfach eine solche Story skizzieren. Ist das die, sagt man ja heute auch, User Story, ist das die Geschichte, die ihr euren Nutzern erzählen wollt und für die, die Geld ausgeben sollen? Also gerade im UX-Design gehen sie ja auch ran und versuchen wirklich dieses Problem als Geschichte zu erzählen und sagen, der Nutzer steht aktuell da und da, hat einen konkreten Bedarf, hat ein konkretes Problem, möchte das gerne gelöst haben. Und wenn diese Person jetzt unser Produkt, unsere Dienstleistung, unser Werkzeug, unser Tool nutzt, unsere Software, dann kommt sie im Ergebnis
von dem Status vor diesem Problem zu einer Problemlösung. Und diese muss so viel Mehrwert schaffen, dass die Person nachher dafür bereit ist zu bezahlen. Ob mit Geld oder mit ihren Daten oder ähnlichem, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Sie können die Storyboards natürlich auch in der Ausbildung verwenden. Das soll der gängige Zweck sein. Schließlich soll der Inhalt ja leicht vermittelbar sein. Sie können sie natürlich auch im Marketing verwenden, dass dann eben diese Geschichte draußen schon mal potenziellen Kunden erzählt und versucht, Geld einzusammeln. Sei es über Vorabbestellungen, sei es eben über Kickstarter-Kampagnen oder ähnliches. Dann könnte man versuchen, hier Mittel zu erschließen, eventuell schon vor der Entwicklung sogar. Aber sonst können Sie es natürlich auch im Marketing benutzen, wenn das Produkt fertig ist. Das Ergebnis entspricht etwa dem Design Thinking Schritt 4, Ideate. Wie kann diese Geschichte ablaufen? Welche Idee haben wir, wie wir diesen Nutzen stiften? Steigen wir jetzt ein ins UI Prototyping. Auch das ist wieder ein iterativer Prozess, den Sie hier ab dem zweiten Tag leben sollen. Wichtig ist hier, dass Sie viele Schleifen hinbekommen, denn mit jeder Schleife werden Sie an Qualität zulegen. Diese Schleife läuft ab zwischen: Ich sehe Anforderungen, ich erstelle wieder einen Prototypen. Das geht auf Papier eben auch sehr leichtgewichtig und schnell und jeder kann es. Ich evaluiere diesen Prototypen, erfüllt er jetzt bestimmte Dinge, fällt mir etwas Neues auf, was er noch nicht erfüllt, oder erfüllt er jetzt eine andere Anforderung nicht mehr so genau. Dann verwerfe ich halt vielleicht einen Teil, gehe hin, präzisiere meine Anforderungen und gehe in den nächsten Prototypen. Das heißt, Sie brauchen hier iterativ schnelle Schleifen. Hilfreich ist auch, viele Sichten einzubringen. Also wenn man in Gruppen arbeitet, dass wirklich jede Person unabhängig von den anderen erstmal eine eigene Skizze erstellt und man hier nicht unter diesem sogenannten Anker-Effekt leidet, dass die erste Skizze schon mal vorgibt, wir gehen genau in diese Richtung. Da helfen wirklich viele Sichten, um vieles auszuloten, vielleicht auch mal ganz innovative Ansätze der Oberflächengestaltung zu gehen. Natürlich von grob nach fein. Erstmal grob überlegen, wo könnten Blöcke oder Gruppen von Elementen sitzen oder ähnliches. Nun denken Sie an die Gestaltgesetze, nun gleiche oder ähnliche Elemente. Wollen Sie zum Beispiel auch nach dem Gesetz der Nähe irgendwie zusammenbringen oder gruppieren oder ähnliches, dazwischen dann Weißraum lassen. Grob nachfeilen, also erstmal grobe Blöcke bestimmen und das Ganze relativ grob granular machen und dann sukzessive steigern den Detaillierungsgrad, bis Sie an einem Punkt angekommen sind, wo Sie eine Idee haben, wie dieses UI, diese Story, die Sie vielleicht von vorher haben, oder ein konkretes Szenario, das Sie ausgearbeitet haben, tatsächlich unterstützen kann. In unserem Beispiel sollte es dann so sein, dass zwei Szenarios, die ich ausgebe, Sie über den Papierprototypen auf jeden Fall abbilden und da die Antwort drauf haben, wie wird der Fluss eines Nutzers hier durch sein, durch Ihr UI, wenn diese Person dieses Szenario erlebt, das ich dort ausgebe. Und da sollte Ihr UI eben die beiden Szenarios auf jeden Fall unterstützen. Und dann sollten Sie sich natürlich noch überlegen, was ist jetzt die Stärke unseres Entwurfs? Und wo können wir vielleicht einen eigenen Schwerpunkt setzen und dann ein drittes eigenes Szenario, vielleicht eins derer, die Sie am Vortag, am ersten Tag entwickelt haben, hier auch unterstützen. Was heute typisch ist in der UI-Entwicklung, weil eben weniger Platz auf dem Bildschirm ist und weil Sie wesentlich genauer überlegen müssen, was Sie auf dem Bildschirm wo nehmen und wie Sie das Ganze unterteilen. Mobile first. Sie entwickeln zuerst die Oberfläche fürs Mobilgerät und dann überlegen Sie, was fange ich jetzt eigentlich alles mit diesem deutlich mehr Platz an, den ich auf der webbasierten Oberfläche haben könnte oder den ich auf einer Tablet-Oberfläche haben könnte oder. Also wie gesagt, tatsächlich entscheidend hinreichend viele Schleifen und hinreichend viele Sichten. Und wenn Sie das in den Griff bekommen, Geschwindigkeit und Anzahl dieser Prototypen, dann bekommen Sie am Schluss auch ein häufigeres, ein differenzierteres Feedback. Sie können das mehr nach fein steigern und Sie bekommen einen qualitativ höherwertigen Entwurf, der dann ja als Basis für einen späteren elektronischen Prototypen dienen kann. Auf welche Dimensionen sollten Sie im UI-Prototyping achten? Es sind hier sechs zu nennen, die zum Teil
gegenläufig sind. Ich habe es hier einfach mal als Spider-Diagramm dargestellt. Das heißt nicht, dass jede zwei an diesem Doppelpfeil gegenläufig sind, aber prinzipiell, wenn Sie jetzt hier Funktionsumfang und Funktionstiefe nehmen, natürlich, wenn Sie beides ausbauen, bekommen Sie einen sehr detaillierten Prototypen. Speziell bei einem Papierprototypen wäre das gar nicht anzuraten, weil eben Änderungen dann auch ab einer gewissen Menge aufwendig werden und weil Sie irgendwann den Überblick auch über Navigationsfluss und Ähnliches verlieren. Da wird man sich eher entscheiden, was will ich überhaupt zeigen und dort punktuell Akzente setzen. Das andere, Datengehalt und technische Reife, die schließen sich nicht zwingend beide aus, aber klar, beide verursachen entsprechend Aufwand. Wie viel Beispieldaten stelle ich dar? Wie nah ist mein Prototyp an der Technik? Bei einem Papierprototypen werden Sie die technische Reife eher klein halten, weil Sie ja noch gar keine technische Umsetzung beabsichtigen, initial, sondern damit werden Sie sich erst beim elektronischen näher beschäftigen. Datengehalt ist natürlich schon ein Thema. Sie sollten zumindest so viele Daten hineinnehmen, dass diese Daten Ihnen ein realistisches Gefühl geben. Wenn ich eine Liste von Suchtreffern auf einem Smartphone-Bildschirm darstellen möchte und ich zeige einen Treffer, dann bekomme ich damit keine Idee, wie sich dieses Interface anfühlt, wenn eine Suche mal auch 50, 100 oder gar 1000 Treffer liefert. Wie soll das funktionieren? Wird es dann Paging geben oder wie kann der Nutzende dann diese Datenmenge noch beherrschen? Oder gibt es gar eine Fehlermeldung, Sie haben noch zu viel Suchtreffer? Das bleibt dann unklar. Bei Funktionsumfang versus Funktionstiefe kann man schon sagen, beim Umfang müssen Sie zumindest so weit gehen, dass ersichtlich wird, wie Sie an bestimmten Funktionsumfang kommen. Das brauchen Sie einfach, weil zum Beispiel ja auch ein zu gering bevölkertes Menü nicht realistisch wäre, angenommen, Sie hätten ein Menü, sondern Sie müssen dort dann zumindest die Menüpunkte präsentieren und sagen, wie soll meine Funktionalität überhaupt erreichbar sein? Sie müssen dann die Funktionalität, die Sie für den Test nicht brauchen, erstmal nicht ausarbeiten. Also diese Menüpunkte, dafür hätten Sie dann keinen weiteren Papierprototypen, der zeigt, was passiert, wenn Sie das anwählen. Wird im elektronischen für diesen begrenzten Usability-Test natürlich genauso sein. Funktionstiefe, die müssten Sie für Beispielszenarien natürlich so weit zu Ende treiben, dass man wirklich mit Zuversicht sagen kann, dieses Szenario wird so von diesem UI passend unterstützt. Darstellungstreue ist beim Papierprototypen noch nicht so sehr wichtig. Es kann ja sogar sein, dass Sie bewusst neue Dinge skizzieren, wo Sie noch gar keine Idee haben, wie das denn technisch geht. Aber skizzieren können Sie es ja. Das ist einer der Vorteile der papierbasierten Methode. Interaktivität können Sie bei Papierprototypen nur zum Ausdruck bringen, indem Sie Elemente irgendwie klappbar machen oder ähnliches und visualisieren über Punkte oder ähnliches, dass hier auf einem bestimmten Tipp dann irgendetwas passieren soll. Ansonsten wird die Interaktivität bei Papierprototypen relativ beschränkt sein und sich eher auf die Navigation konzentrieren. Beim elektronischen haben Sie natürlich mehr Freiheiten, sowohl in Darstellungstreue als auch Interaktivität zu investieren. Der Lo-Fi-Prototyp bringt einige Vorteile. Also warum nötige ich Sie noch zu Stift und Papier, wenn es doch passende, dedizierte elektronische Werkzeuge gibt? Einfach weil dahinter kein Lernaufwand steckt. Ich habe leider ad hoc jetzt nicht einen Prototypen gefunden, den mein Sohn David mit 6 Jahren bereits ausgearbeitet hat, der so ein Mini-Computer-Game darstellt. Und er hat schlicht Stift, Papier und Schere genommen, die Dinge beschriftet und die Dinge ausgeschnitten und konnte das als Erstklässler mit Schreibkenntnis und Bedienung von Schere und Kleber schon umsetzen, sodass es stimmig war. Also kein Lernaufwand, es war relativ schnell erstellt. Kinder in dem Alter haben ja noch keine so lange Aufmerksamkeitsspanne, sodass das Ganze auch zeitnah abgeschlossen sein muss, damit wirklich ein Ergebnis herauskommt. Und natürlich können Sie beliebiges skizzieren, wie eben schon erwähnt. Sehr schön an der Methode ist auch, da Sie eine Gruppenarbeit durchführen werden, dass Sie die Arbeit ja parallelisieren können. Dann zeichnet der eine den einen Dialog und der andere parallel schon den anderen. Und weil es so leicht zu zeichnen geht, ist auch Ihre Hemmschwelle, etwas nochmal wegzuwerfen, wesentlich geringer. Das ist ein kleiner Pferdefuß dabei, wenn Sie bei diesen 6 Prototypendimensionen das Thema Detailtreue
Darstellungstreue zu weit treiben oder auch Funktionstiefe, dann könnte die Hemmschwelle zum Wegwerfen steigen und es könnte auch sein, dass eine Fachseite den Eindruck bekommt, das ist kein Prototyp mehr, das ist ein fertiges Produkt. Und wenn wir das jetzt noch anmerken, dass die da was komplett ändern müssen, dann fühlen die sich schlecht, weil deren Arbeit vernichtet wird oder ähnliches. Das heißt, die sollten in die Perfektionierung, wie gesagt, nur schrittweise einsteigen. Und teilweise kann es wirklich ein Vorteil sein, diesen Eindruck zu erhalten, dass etwas unfertig ist, weil sie dann ehrlicheres Feedback bekommen. Ziele eines Prototypen. Hier sehen Sie nochmal ein Beispiel mit Navigationsfluss. Wenn ich da drauf tippe, dann passiert das und so weiter. Ziele eines Prototypen und der Nutzen. Sie wollen hier die Anforderungen veranschaulichen auf der Basis der Personas und Szenarien, die Sie haben. Das kann dazu führen, dass man noch verborgene Anforderungen entdeckt anhand dieses Prototypen, gerade weil es dann nochmal konkreter wird als mit den skizzierten Usability Stories. Sie sehen Funktionalität und Abläufe jetzt wirklich vom einzelnen Screen zum nächsten. Sie sehen, welche Information auf diesem Screen platziert sein sollte. Bei diesem Wireframe, diesem sogenannten, wo Sie nur diese Drähte anzeigen, diese Gitterboxen, da sehen Sie es natürlich noch nicht so genau, aber wenn Sie das mit etwas Information ausfüllen, sehen Sie, welche Datenfelder Sie dort sehen sollten. Dann sehen Sie natürlich auch, dass Sie diese Datenfelder aus irgendwelchen Systemen organisieren müssen, also eventuell ist Datenaustausch notwendig und Sie sehen auch, dass Sie eine Notwendigkeit haben, die Daten irgendwie zu präsentieren, sei es ein separater Dialog, sei es grafisch oder sei es als Tabelle, um eben Nutzenden eine hinreichende Unterstützung zu geben bei der Bearbeitung der Aufgabe. Wichtige UI-Details sollten Sie damit auch zumindest klären können, auch wenn Sie nicht bis ganz ins Detail runterkommen, aber die wichtigen Details sollten dann klar sein. Was sollte in einem Konzept für einen UI-Prototypen drin sein? Wie werden bei uns Fenster, Masken, Dialoge aussehen? Im Mobile First ist das natürlich noch relativ klar, weil Sie eben diese Einfenster-Doktrin typischerweise haben. Wie erfolgt die Navigation? Wie ist mein grundsätzlicher Aufbau? Ganz schematisch haben Sie eben bei diesem Wireframe auch gesehen. Welche Bedienelemente sind wichtig? Wo stehen die? Aber auch, wie teile ich meine Informationen auf, gegebenenfalls gerade mobile auch auf mehrere Seiten, auf mehrere Dialoge. Wie wird gespeichert? Gibt es einen Speicherbutton oder findet die automatische Speicherung statt? Das ist ja etwas, was die Nutzenden bei Microsoft Office Online gerade quält. Will ich automatisch speichern, damit ich mit mehreren Nutzenden daran arbeiten kann? Oder will ich das immer händisch tun? Wie sieht Undo und Redo aus? Also rückgängig machen einzelner Arbeitsschritte oder dann doch wiederholen, weil es eben falsch war, es rückgängig zu machen. Prüfungen und Fehlermeldungen. Auf jeden Fall sollten Sie zeigen, wie Ihr System Nutzenden einen Fehler meldet. Gibt es dafür ein Pop-up, was teilweise ein Bearbeitungsbruch ist, aber dafür natürlich die Aufmerksamkeit zieht? Wie stellen Sie sich das vor? Welche Interaktionsformen wollen Sie nutzen? Gerade webbasiert, möchten Sie Richtung Drag and Drop gehen oder bleiben Sie doch bei der normalen Objektmanipulation oder? Das müssen Sie sich in diesem Bereich überlegen. Auch die Ästhetik sollte eine gewisse Rolle spielen, bei Papier noch nicht ganz so sehr. Spätestens wenn Sie in das Elektronische reingehen, steigt aber natürlich der Anspruch daran, doch eine annähernd realistische, ästhetische Darstellung zu bekommen. Die kann, wie gesagt, bewusst als Skizze gehalten sein, aber zumindest dieses Thema auch, was Sie aus den Gestaltgesetzen kennen, Anordnung, Fluchten, also die Ausrichtung, wie sind die Abstände ungefähr, das sollte man ungefähr sehen können. Sie sehen hier ein Beispiel für einen Prototypen, der schon sehr realitätsnah kommt. Wie gesagt, das muss nicht so sein. Aber klar, auch welchen Stil möchten Sie dann, Flach- oder 3D-Stil oder ähnliches, welches Farbschema nehmen Sie, das kann ja an anderer Stelle auch festgelegt sein oder welche Schriften. Diesen UI-Prototypen, auch den werden Sie, egal ob Papier oder elektronisch, in Iterationen optimieren. Auch beim elektronischen Prototypen ist immer wieder Feedback zwischendrin sinnvoll und dann eine entsprechende Änderung. Deswegen nicht zu früh, zu sehr in Details gehen, wie am Anfang bei der Methode auch erwähnt.
Sie wollen diese Arbeitsabläufe, die Aufgabenerledigung, die wollen Sie unterstützen über eine flüssige Navigation, sodass Nutzende effizient arbeiten können und gerade auch Erstnutzende möglichst leicht abgeholt werden. Der Anspruch vieler Menschen ist heute, dass sie kein Handbuchstudium mehr brauchen, um eine bestimmte Applikation zu nutzen, auch wenn ein Handbuch immer noch verpflichtendes Produktmerkmal ist. Information sollte auffindbar sein, gerade die, die Sie dazu brauchen, möglichst eben gleich an derselben Stelle, möglichst nicht irgendwo als separater Bericht, der zweckentfremdet auf dem Schreibtisch liegt, wie vorher als Beispiel angesprochen. Und Sie sollten hier sinnvolle Mengengerüste berücksichtigen, auch bei den dargestellten Daten, um wirklich eine Aussage zu treffen, ist das am Bildschirm zum Beispiel noch übersichtlich. Die fachlich verständlichen Fehlermeldungen habe ich auch schon erwähnt. Und Ihr Ergebnis entspricht dann in etwa diesem Design Thinking Schritt 5, diesem Prototype, den Sie dort erzeugen.